Heute möchte ich euch mal erklären, wie erkennt ihr einen komplett ungeeigneten Käufer für eure Immobilie und wo solltet ihr dringendst die Finger von lassen. Moin Leute, Felix Weiß hier von Jürgen Weiß Immobilien. Ein ganz schlechtes Zeichen ist, wenn jemand versucht, alles an der Immobilie schlecht zu machen, um madig zu reden. Kennt ihr vielleicht aus anderen Lebenssituationen? Oft läuft irgendwas falsch oder jemand versucht nur den Preis zu drücken. Genauso, jemand macht euch komplett unseriöse Vorschläge bezüglich der Bezahlung oder drängt auf eine ganz schnelle Abwicklung. Alles muss sofort passieren, wir müssen morgen zum Notar. Lasst euch da Zeit, haltet nochmal Rücksprache, fragt vielleicht einen Experten, dass er da auch die Entscheidung trifft, hinter der ihr auch im Nachgang noch steht. Wenn die Kommunikation von Anfang an schlecht ist, das heißt, jemand ruft nicht zurück, kommt zu Terminen nicht oder extrem verspätet, vielleicht ist es auch im weiteren Lauf der Abwicklung so. Häufig kein gutes Indiz, weil ihr werdet noch länger miteinander zu tun haben, einfach weil die Abwicklung einer Immobilientransaktion etwas komplexer ist. Dann ein Punkt, der ganz häufig vergessen wird, wenn eine Privatperson verkauft. Fragt nach einem Kapitalnachweis oder nach einer Finanzierungsbestätigung von einer Bank. Fühlt sich etwas merkwürdig an, aber es ist kein zu großer Eingriff in die Privatsphäre. Ihr wollt euch nur absichern, dass das Objekt auch bezahlt werden kann. Denkt da auf jeden Fall dran. Ich hoffe, das hilft euch. Lasst mir bei Fragen gerne einen Kommentar da und bis zum nächsten Video.